Woche und herzlich willkommen zu einer neuen Funko Pop Review. Heute stelle ich euch den guten Scar aus Der König der Löwen vor oder The Lion King. Und ich würde sagen, wie immer, nicht lange quatschen, gehen wir auf den Karton und danach auf die Figur ein. Ja, und hier hat man einen Bösewicht aus Der König der Löwen Pop, Disney, die Nummer 89. Das halbe Artwork von dem guten Scar. Hier unten steht der Name Scar. Das komplette Artwork Pop. Und dann haben wir hier die Serie Nummer 6. Ich glaube, das ist dann Serie 6 von Disney. Also Serie 6 ist dann die komplette König der Löwen. Da haben wir einmal Simba, Pumba, Timon, Rafiki und einmal den Scar. Das halbe Artwork. Der Name Scar. Der halbe Kopf. Oben auch nochmal der halbe Kopf. Und unten die Warnhinweise. Holen wir den guten mal aus dem Karton und schauen uns den mal näher an. Ja, und hier hätten wir den guten Scar. Ich muss sagen, ganz gut gelungen, der Gute. Hier mit seiner Narbe, mit seiner Scar natürlich, ne? Scar auf Deutsch heißt Narbe. Und ich muss sagen, der sieht richtig gut aus. Auch mit ein bisschen verschiedenen Farben hier im Gesicht. Hier sind wir ein bisschen heller angemalt. Und mit seiner Mähne. Ich drehe ihn mal vor euch. Auch von der Seite sieht der richtig gut aus mit seinen Bärtchen hier. Richtig cooles Teil. Ja, hier Funko-typisch natürlich. Das ist kein Einzelguss, das wird zusammengesteckt. Das sehen wir auch gleich, wenn ich ihn euch mal hochhebe von unten und zeige. Und zwar hier. Sieht sehr lustig aus. Ist einmal der Körper und das hintere Teil, also das hier, und der Schwanz sind dann dran geklebt. Und das hier ist ein Guss und da oben ist ein Guss. Kopf, gucken wir mal. Na, lässt sich nicht drehen. Stempel ist aber unten. Made Funko und Disney Dingens ist auch drauf. Heißt, somit ist der Gute ein Original. Ja, das war's dann auch schon. Oben links könnt ihr wie immer abonnieren. Oben rechts ist ein weiteres Video, was euch von meinem Kanal vorgestellt wird. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!